Sonntagvormittag, Flughafen Wien Schwechat. Rund 1000 Fans und Journalisten haben sich versammelt, um Song Contest-Siegerin Conchita Wurst bei ihrer Ankunft zu empfangen und zu feiern. Andere Fluggäste wissen hingegen nicht, wie ihnen geschieht. Eine halbe Stunde nach der Landung, Conchita. Der Rummel um die 25-jährige Sängerin ist enorm. Nach den ersten Interviews wurschtelt sie sich durch zur Pressekonferenz. The lady, the woman formerly known as the Queen of Austria, now the Queen of Europe, Conchita Wurst. Ich freue mich sehr, dass die nächsten Kandidaten, Kandidatin, der Kandidat nicht darum zittern muss, im Finale zu sein. Gern geschehen. Und abgesehen davon, es muss so, so viel stimmen. Und das Lied muss wirklich eines sein, dass man vom Herzen singt. Weil ich sage jetzt keine Namen, aber es gab Kandidaten, mit denen ich gesprochen habe, die gesagt haben, wie unwohl sie sich fühlen und dass es ihr größter Fehler war, zu diesem Song Ja zu sagen. Und ich hatte andere Songs, die vielleicht kommerzieller gewesen wären. Aber ich habe mir gesagt, du bekommst diese Chance vielleicht nur einmal in deinem Leben. Dann singst du besser das Lied, das dir aus dem Herzen spricht. Ob Conchita nach ihrem Sieg Schadenfreude gegenüber ihren Kritikern verspürt? Ich verspüre sowas wie Genugtuung nicht wirklich. Weil ich glaube einfach fest daran, dass alles einen Grund hat. Und auch dass ich Anfeindungen erfahren habe, hat einen Grund. Weil diese Aufmerksamkeit, die mir da geschenkt wird, diese Menschen wissen ja gar nicht, was für einen Gefallen sie mir tun. Weil damit wachse ich so sehr, dass ich ohne die vielleicht gar nicht so stark wäre, wie es viele denken. Und deswegen, ich spüre nur Freude. Die Vorbereitungen für den nächsten Song Contest laufen bereits. Als Austragungsort hat Conchita Wurst unter anderem ihre Garage vorgeschlagen. ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz: Es trifft sich gut, dass wir heute Abend eine Management-Klausur haben, wo wir beginnen werden, darüber nachzudenken, wie wir das machen werden. Aber wir machen es mit großer Freude und großem Engagement und haben jetzt schon von sehr großen Locations bis etwas kleineren, wie der Garage von Conchita, einiges an Angeboten, die wir jetzt prüfen werden. Europaweit haben bis zu 170 Millionen Zuschauer das Song Contest-Finale live verfolgt. Bleibt zu hoffen, dass auch im nächsten Jahr genauso viele zuschalten werden.